Hallöchen! Wir haben heute schon Donnerstag und gestern hatten wir auch schon einen sehr produktiven Shooting-Tag, aber da habe ich irgendwie nichts für euch gefilmt, ich weiß auch nicht so genau warum. Auf jeden Fall sind wir heute schon am Tag 4 von 5 und wir shooten jetzt gleich direkt das erste Outfit, das hat Svegi schon an. Merle und ich, wir haben jetzt gerade Mittagspause, das heißt, wir bewegen gleich mal unsere Pferde ein bisschen und werden reiten. Heute Vormittag haben wir schon ordentlich viel geschafft. Wir haben einmal draußen geshootet, auf dem Reitplatz geshootet. Dann haben wir noch sämtliche anderen Details fotografiert. Das war wirklich super, super schön. Das Wetter spielt auch heute sehr, sehr gut mit. Gestern hatten wir wirklich richtig Pech. Es hat die ganze Zeit eigentlich nur geregnet und wir mussten ein bisschen improvisieren. Und ja, Svegi ist gerade aus seinem Mittagsschlaf wieder erwacht und ich würde mal sagen, ich schnappe den Herrn jetzt mal und drehe ein paar Runden mit ihm. Hast du ausgeschlafen? Ja. Wisst ihr, was mich richtig glücklich macht? Der macht diese Übernachtungsausflüge so, so gut mit. Das ist wirklich richtig toll und ich finde auch, Svegi wirkt sehr ausgeglichen. So cool, wir haben hier einen Aufenthaltsraum, der ist jetzt hier hinter und da essen wir halt auch immer zum Mittag und ziehen uns um und werden tatsächlich auch geschminkt und wenn ich mich mal ins rechte Licht rücke, sieht so krass aus, oder? Ich fühle mich wie so ein Supermodel tatsächlich, also das macht schon Spaß, wenn man hier frisiert wird und juhu, frisiert wird und die Haare, das Gesicht gemacht bekommt, also schon sehr, sehr cool. Ein Superstar. Wir waren erst auf dem Platz, abgeschlossen hinter dir. Und dann waren wir draußen. Da waren aber so große Bremsen ab und Stufe. Dann haben wir uns in die Halle geflüchtet. Wir waren eigentlich gut. Das ist einfach so schön, aber so sind sie halt immer, ne? Dann in den Hosen bemerkt. Ja, ich habe meine Hose aufgemacht. Ich brauche Platz. Das Food Baby will raus. Da, die zwei, die stehen jetzt schön draußen. Können noch ein bisschen im Regen wachsen. Es hat nämlich gerade angefangen zu pieseln. Und jetzt wird es Zeit. Ernsthaft, sie sind in den Decke an? Ich bin eine Rabenmutti, ich habe keine dabei. Naja, nicht so schlimm. Ja, ich räume hier noch meine Sachen weg. Wir haben ja heute leider schon den letzten Tag. Der ist gerade angebrochen. Wir sind jetzt gleich als erstes so schon dran. Wir werden jetzt hier gleich noch ein paar Standardfotos machen. Und danach schwingen wir uns auf die Ponys und werden eine schöne Runde reiten. Mal sehen, wie das so wird. Aber der Reitplatz hier, der ist wirklich richtig, richtig toll. Und ja, wir nehmen euch natürlich auch heute wieder mit. Der Alltag bei so einer Shootingwoche ist mal so, mal so. Mal ist es stressig, mal eben nicht. Die Tür geht jetzt. Mal ist es lustig, mal ist es ernst. Nee, aber es kommt halt wirklich tatsächlich oft aufs Wetter an. Diese Woche hatten wir so durchwachsenes Wetter. Wir hatten Sonne, wir hatten Regen und es war alles dabei. Und da muss man sich eben an die Wetterverhältnisse ganz schön anpassen. Aber wir sagen immer, solange es den Pferden gut geht, ich werde genügend Pause haben und wir auch wirklich motiviert bei der Arbeit dabei sind, dann geht das irgendwie so ganz von alleine und man arbeitet sich ja so durch. Und ja, es ist eigentlich schon ziemlich cool. Ich zum Beispiel übernachte in einem Hotel.
oder halt ein Airbnb, das wird dann von der Firma gebucht. Und heute hatte ich zum Beispiel, nein, ich hatte die ganze Woche einen Shuttle, mein Shuttle ist hinter der Kamera. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß und man fällt einfach abends todmüde ins Bett und freut sich irgendwie schon auf den nächsten Tag. Also man muss das mal erlebt haben, um das so ein bisschen nachvollziehen zu können. Aber insgesamt ist es wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung und bin da wirklich sehr, sehr dankbar für. Tatsächlich ist es so, wenn wir nach den Bildern explizit fragen, denke ich, dass wir die Bilder auch bekommen. Ansonsten sehen wir sie ja entweder im Katalog oder auf Social Media. Die Frage kann ich euch ganz leicht beantworten, weil wenn man beim Waldhausen-Shooting was ganz besonders dreckig macht, dann darf man es auch behalten. Nein, Spaß beiseite. Ja, vielleicht doch kein Spaß. Wie jedes Mal eben gesagt, wie sehen die denn aus? Die kannst du mit nach Hause nehmen. Also werden wir das auch tun. Sind die auch ziemlich praktisch. Vor allem Dong. Die sind mit Mesh-Einsatz, also atmungsaktiv und hinten mit Hartschale. Kann man sehr gut jetzt gebrauchen im Sommer. Hallo Sie, wie ist die Lage? Die Frage finde ich ganz besonders toll, denn ohne ein gutes Team funktioniert hinter den Kulissen natürlich nichts. Also das heißt, wir haben eine Fotografin, wir haben das Marketing, wir haben das Design, also wir haben im Prinzip alle Menschen, die mit den neuen Produkten von Waldhausen und ELT zu tun haben und die packen wirklich alle mit an. Also da wird an den Satteldecken gezogen, damit die schön gerade sind, an den Decken. Also es wird, man hat sozusagen ein rundum sorglos Paket, man muss einfach nur dastehen, gut aussehen und dann wird das schon. Yay! Mit oder ohne? Ohne. Prost! Das war's jetzt auch schon mit meinem letzten Vlog sozusagen hier vom Waldhausen-Shooting. Ich hoffe natürlich, dass euch die Tage gefallen haben und ihr wirklich super gute Einblicke in das bekommen habt, was wir die ganze Woche über so gemacht haben. Ein ganz, ganz großes herzliches Dankeschön geht natürlich an Waldhausen. Ich war wieder super, super glücklich, mit dabei zu sein. Und ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt von euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.